Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde meines Let's Plays. Mein Name ist Njomen und ich spiele heute Until You Fall mal wieder. Wir sind mit der Axt noch bewaffnet und mit unserem zusätzlichen Energieding. Und ich werde mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. So. Was ist denn jetzt los? Geht schon mal gut los hier. Direkt am Anfang mal eine geben lassen. Nicht so entspannt wie beim letzten Mal. So. Aber einfach mal wieder reinkommen. So. Sehr gut. So, auf dem rechten Auge. Mal kurz was überprüft. Auf der rechten Seite holen wir uns natürlich jetzt nochmal den Empowered Strike, dass der eher bereit ist. So. Noch haben wir das bis jetzt nicht gebraucht, aber. So, mal gucken. Hier gibt es etwas, was wir already schon equipped haben. Ach so, mit den Big Strings, dass wir mehr Schaden machen. So würde ich noch mehr Supercharges bekommen. Darauf habe ich aber eigentlich gerade keine Lust. Also wird es wahrscheinlich auf das Mittlere hinauslaufen. Beide Skills ready. Das heißt, der erste dicke Gegner kann auf jeden Fall kommen. Und da vorne ist er auch schon. Sehr gut. Na. Jetzt haben wir direkt seine Armor gebrochen mit dem Skill. Sind reingegangen. Schade, dass ich mir da noch eine hab geben lassen. Ja, dann nehmen wir doch halt einfach noch ein bisschen mehr HP mit. Ah ja, jetzt haben wir halt keinen Skill ready. Aber gebrochen haben wir schon mal. Na, jetzt wollen sie ja wirklich komisch nacheinander kommen. Spannend. Okay. Aber geklärt, ohne Verluste von Sachen. Sehr gut. Spannend. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Hiermit würden wir mehr Supercharges kriegen, wenn wir blocken. Also das heißt, wir können dann rechts noch mehr aufbauen, je mehr wir blocken. Dann lassen wir diesmal den einen Skill weg. Wir holen uns das. Ja, irgendwie. So, damit hätte man zum ersten Mal gebrochen, das ist schon mal nicht schlecht. Damit hat man, während er das Schild oben hatte, mir nochmal eine reingedreht. Ah, jetzt gibt es natürlich das. Aber da können wir uns jetzt auf der linken Seite mit dem Blast nochmal 5 HP abholen, die wir zusätzlich abziehen. Ah, okay. Noch nichts bereit.
So, damit hat man den wieder aufgeladen. Und da vorne ist unser dicker Kollege. Wo wir seinen Kumpel gleich mal wegballern werden. Mit unserem AE. Das hat leider nicht ganz gereicht. Da habe ich mir leider eine geben lassen, das war schlecht. Und nicht masterfully dann. So. Ja, dann nehmen wir Ether, weil Kombos, wie gesagt, ungern. Lieber mehr Schaden. Ah ja, da sind wir wieder in dem Raum. Wo eigentlich der Gegner sein sollte. Aber es ist immer ganz schön, um seine Skills aufzuladen. Und gegebenenfalls nochmal ein bisschen mehr Schaden abzusahnen. Je nachdem, was wir jetzt kriegen. Hier ist schon alles voll. Ah ja. Gut, dann nehmen wir uns diesmal den Dash mit. Und machen jetzt statt 30, 35 Schaden. Und sind im nächsten Gebiet. Neuer Sound. Okay, das könnte unangenehm werden. Oh, wir haben alle getriggert. Knöpfen uns den hier drüben vor. Gehen dann auf ihn hier. Das ist schlecht. Oh. Gut, das war sehr fix geregelt, würde ich sagen. Guck nochmal kurz, wie ich im Raum stehe. Bei so schnellen Actions bewegt man sich ja dann doch ordentlich. Ja. Dann würde ich sagen, das kriegen wir hier noch. Wir können den Blast auf der linken Seite noch mehr beschleunigen. Nehmen wir erstmal. Und hoffen dann, dass wir nächste Runde nochmal HP kriegen. Ja. Erstmal ihn hier. Beide getriggert natürlich. Gut, damit hätten wir Nummer 1. Ihn haben wir gebrochen. Und da kommt natürlich noch eine Brigade. Und der nächste. Da hat das Spiel gut gegangen. Aber es war Gott sei Dank der letzte Schlag. Wow. Uiuiuiui. Das war eine ganze Menge zu tun. Hoffentlich gibt's HP. Jetzt ist es natürlich super schwierig. Jetzt gibt's Ether, 100 Stück. HP. Schwierig. Wir stehen einfach die nächste Phase auch noch durch. Ein bisschen Vertrauen. So, Magier. Gut, den haben wir noch nicht getriggert. Wir werden den hier wegrunzen. Wow.
Oh. Oh. Oh mein Gott, keine Ahnung, wie ich im Raum stehe. Das war intens. Jetzt würden sich ja die 5 HP richtig, richtig lohnen. Aber wir kriegen sie natürlich nicht. Oh, ist das gemein. Ja. Ich hoffe, jetzt kommt nicht der Dicke. Ja, aber es kommt trotzdem ein ganz toller Raum. Wir haben keine Supers bereit. Und es sind 2 Hexen am Start. Erstmal kriegen sie den. Auch wieder keine Ahnung, wie ich im Raum. Ich stehe gut. Wahnsinn. Ja. Bitte. Bitte, HP. Ja. Sehr gut. Die nehmen wir natürlich ungefragt, um unseren HP-Pool wieder aufzufüllen. Okay. Wir haben einen roten Ritter und wir haben 2 Hexen. Und ich weiß nicht, wann ich was trigger. Ich probiere erstmal die eine Hexe leer zu machen. Okay. Das lief erstmal. Fuck, da bin ich am Kabel hängen geblieben. So. Aber das Schlimmste ist noch nicht überstanden. Da vorne ist mein Kryptonit. Ich hoffe, er geht nicht zu krass ab. Das war ganz schlecht. Jetzt ist er in seiner komischen Superphase. Was? Also, falls mir irgendjemand erklären kann, wie dieser Typ drauf ist. Das ist krass. Das ist krass. Wahnsinn. Ja. Für die 100 Ether halt. Aber trotzdem. Dieser eine Kollege, vielleicht muss ich doch auf 2 Händler wechseln, um das irgendwie dann besser auf die Reihe zu kriegen. Wahnsinn. Ah. Nun denn, gucken wir mal, was wir upgraden können. Genug haben wir ja jetzt. Wir könnten uns hier einmal mehr Guard Damage auf der linken Waffe holen. Oder hier natürlich den Dash Impact, den wir uns auch holen werden. Und als nächstes gäbe es noch einen Additional Slot für 750. Dann hätten wir die Axt auf Level 6 ist die erst. Okay. Und dann kann man vielleicht wirklich nochmal überlegen, sich eine andere Waffe auf der linken Hand zu holen, dass man... Dann habe ich halt leider nur noch... eine Combo halt weniger. Und die 2 Max HP sind dann weg und mein Dash Impact ist halt auch nicht mehr so hart. Da würde ich mir nochmal einen Kopf drüber machen und euch dann entsprechend im nächsten Video drauf vorbereiten. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ruhig ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Gut, dann bis dann.